Hallo. So, ich habe mir jetzt so ein Käppi machen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Aber ich habe mir überlegt, wenn ihr es wollt, könnt ihr mir ja meine Kommentare unten schreiben, ob ich so ein Käppi mal verlosen soll. Und jetzt kommt das nächste Video. Bleibt dran. Hallo, ihr Lieben. Und zwar möchte ich euch heute mal ein paar Sachen. Das ist jetzt alles so niedrig, ne? Aber ich muss leider heute mit meinem Handy filmen, weil irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Aber so, jetzt kommen wir zur Sache. Heute möchte ich euch ein paar Erinnerungsstücke zeigen, die ich noch von meinem Vater habe. So, dann fangen wir jetzt mit dem ersten Teil an. Das ist dieser Pulli. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Größe das ist. Steht auch, glaube ich, gar nicht da drin, was ich damals für eine Größe getragen habe. Doch hier steht schon ein Schild, aber ach hier 152 habe ich da getragen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, die Größe. Ach nee, das ist glaube ich schon so verblasst. Ist das glaube ich schon? 152 gewesen. Meine, der ist jetzt über 40 Jahre, ne, alt. Aber immer noch gut erhalten, ne? So, dann habe ich ein Poesiealbum damals bekommen. Das ist auch schon 40 Jahre alt. Ja, 40 Jahre. Hier unten, also hier, das hat meine Mutter mir reingeschrieben. Und hier unten habe ich dann einfach was zugeschrieben. Also es ist bis jetzt ein Blatt davon lose. Sonst ist das eigentlich noch sehr, sehr, sehr gut erhalten. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, das Blatt fällt jetzt nicht. Ach, da ist es. Das hat damals von meiner Schwester der Freund gemalt. Und ja. So. Früher gab es ja diese. Ach, wie nennt sich das nochmal? Weiß ich heute gar nicht mehr. Komme ich nicht drauf. Und hier hat auch einer mit dem. Also meine Freundin. Damals, die hatte hier wirklich mit dem Bleistift reingeschrieben. Ich suche das jetzt mal gerade raus. Und das ist wirklich alles noch sehbar. Also ist nichts verschwunden. Hier habe ich es schon. Hat sie mir so aus reingeklebt. Und das wurde mit einem Bleistift geschrieben. Und ich finde das eigentlich noch sehr recht zum Lesen. Ne? So, und dann habe ich. Ups, das Blatt ist raus. Das will ich mal schnell wieder reinmachen. Weil ein Blatt davon ist lose. Und dann habe ich noch von meinem Vater eine Tasse. Die ist wirklich über 40 Jahre her. Daher alt, meine ich. Und die habe ich wirklich nur im Schrank stehen, weil ich möchte nicht, dass da einer rausdringt. Weil man weiß es ja selber, eine Tasse, Gläser, ein Teller ist immer, kann immer mal schnell kaputt gehen. Und das würde mich richtig traurig machen, wenn die Tasse kaputt gehen würde. Dann habe ich noch einen alten Kartoffelstampfer. Das sieht man auch hier, ne? Schon alles kaputt. Hier auch schon alles. Und der ist auch wirklich schon über 40 Jahre alt. Aber das werde ich alles nie wegschmeißen. Und wenn ich mal später nicht mehr da bin, dann würde ich mich vielleicht freuen, wenn meine Kinder irgendeinen Teil davon nimmt. Und ja, wollen wir dann mal sehen, ne? So, das wollte ich euch mal zeigen. Okay, meine Lieben, das war's dann jetzt auch schon wieder. Bleibt gesund.
alle, genießt das warme Wetter. Das ist herrlich draußen, so schön. Aber für mich persönlich ist es irgendwie zu warm. Okay, jetzt quatsche ich euch nicht mehr länger zu. Und sagt tschüss.